Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft mit Tim. Hallo. Ja, hallöchen, grüß dich. Schön in unserer Superhelden- oder Bösewichtspose, ich hab's nicht ganz verstanden. Nee, wir sind ja die Bösen. Okay. Also die Bösen. Und die Bösen stehen immer Rücken an Rücken. Genau, die Bösen stehen immer Rücken an Rücken und ja, weiß ich auch nicht, was dann ist. Ich dachte, das ist ein Superhelden-Ding. Von wegen, ich halte dir den Rücken frei, du kannst mir vertrauen. Ja, sowas in der Art. Ja, stimmt, so könnte man das natürlich auch interpretieren. Also positiv gestimmt tatsächlich. Ich bin positiv gestimmt, auch wenn ich mega Angst habe vor unserer Aufgabe, die wir jetzt gleich haben. Also keine, was heißt Aufgabe? Es ist ja noch keine Abstimmung erfolgt. Ich meine eher unsere Aufgabe, dass wir Lohnrouten benötigen, um unseren Fund aus der letzten Folge mit den Ender... Perlen-Augen in respektive die andere Variante davon umzuwandeln. Ender-Augen-Perlen. In Augen. Ich finde ja. Das so verwirrend. Der Enderman gibt uns eine Enderperle und wir verwandeln das in ein Enderauge. Macht es nicht mehr Sinn, ein Enderauge in eine Enderperle zu verwandeln, also mit der Flamme zu verfeinern, zu raffinieren? Ich überlege gerade, also vielleicht lässt er ja gar nicht sein Auge in dem Sinne fallen, sondern vielleicht hat er so eine Art Perle in sich drin und wir machen sie erst zu einem Auge. Du hast es doch beim letzten Mal so schön betont, dass das eine wunderbare Koexistenz ist mit dem Enderman. Er mag nicht angeguckt werden und droppt ein Enderauge, beziehungsweise durch Minecraft-Logik ja eine Enderperle. Richtig, genau. Aber nach der Logik mit dem, er mag das angucken nicht, droppt aber ein Auge, wenn du ihn tötest, das hätte doch viel mehr Logik als eine Enderperle. Ja. So, genug diskutiert. Wir wollen unsere Reise vorbereiten. Heute geht es die ganze Zeit in den Nether. Ich stelle schon mal mein Bett auf, ich sehe gerade, es wird dunkel. Die ganze Zeit? Na, das würde ich aber nicht so festsetzen, diese Regel. So lange, bis wir alle Lohnrouten haben, die wir brauchen. Genau, und das könnte ja unter Umständen sehr schnell gehen. Also es kann ja auch sein, dass wir dann einfach sagen, okay, wir haben noch ein bisschen was anderes zu tun. Ja, wir haben ja sogar noch was anderes zu tun, bevor wir oder nachdem wir uns auf die Reise begeben. Da bin ich gerade noch unsicher. Wollen wir noch ein paar Tränke brauen? Wir haben Phantomhaut gesammelt in der letzten Folge. Genau. Richtig. Da wollen wir herausfinden, was kriegt man denn dafür? Warte mal ganz kurz. Du hast noch bei dir ein Goldrüstungsteil im Inventar? Ja. Okay. Aber ich habe noch Boote im Inventar, die muss ich noch wegbringen. Aber darf ich erstmal die Phantomhaut rumpacken? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. So. Dann mach mal. Die läuft durch. Sie läuft immer noch durch. Sie läuft. Ich glaube, es war irgendwas mit Fallschaden, glaube ich. Oh, das ist doch gut. Würde ja auch Sinn machen. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Gleich. Trank des sanften Falls. Genau, man fällt langsamer. Das heißt, das könnte uns beim Enderdrachen durchaus. Huch! Achso, du hast einen rausgenommen. Ich habe einen genommen, genau. Das könnte uns also bei dem Drachen helfen, falls wir auf dem Turm sind und durch die Explosion rausgeschleudert werden? Genau. Heißt langsamer Fall auch dann kein Fallschaden, wenn man unten ankommt? Oder heißt das nur, man stirbt langsamer, weil man langsamer fällt? Weiß ich nicht. Dann kann man sich noch ein bisschen was überlegen, bevor man unten ankommt. Genau. Man hat noch mal kurz Zeit, bevor man stirbt. Nein, ich denke mal wirklich, dass man dann langsam fällt und auch ganz normal landet, ohne dass man Schaden nimmt. Das würde sonst einfach keinen Sinn ergeben. Und los geht's mal wieder. Unsere Stammroute, würde ich fast schon sagen. Ja, wir haben ja noch keine Schnellreise zur Netherfestung, also müssen wir diesen Weg gehen. Man könnte sich ja theoretisch, wenn man die Koordinaten weiß, über den Nether hin navigieren, dass man eine Abkürzung... Was denn? Erzähl weiter. Dass man eine Abkürzung hat zwischen der Netherfestung und unserem Dorf. Aber ich habe das noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie man das hinkriegt. Man muss ja irgendwie durch 8 oder mal 8. Ja, Faktor 8 auf jeden Fall. Wenn man im Nether ein Block läuft, ist das in der Oberwelt 8 Blöcke.
Ja, aber das ist ein bisschen zu riskant. Im Neta zu bauen und da Routen zu setzen, das ist immer nicht so simpel. Das stimmt. Aber es wäre eine Möglichkeit, um diesen Weg hier einzukürzen. Ja, aber es macht doch auch Spaß durch die Natur. Das stimmt. Solange hier keine Monster sind, macht das Spaß. Hallo, Harpunenmann. Nee, das ist nur ein Unterwasser-Zombie. Provozier ihn nicht. Er könnte noch auf die Idee kommen, eine Harpune zu werfen. Ach ja, weißt du noch, der Eiswanderer letztes Mal? Ach komm, wenn wir nicht im Fernkampf gewesen, hätte er uns bestimmt Ärger gemacht. Ach, das war witzig, ne? Durch den Fernkampf waren wir halt im Vorteil. Das war witzig. Die Eisrutsche fand ich witzig. Warum haben wir das jetzt eigentlich nicht gemacht? Ja, weil das jetzt so brüchig ist. Aber stimmt, das könnten wir gleich mal da hinten irgendwo machen. Vielleicht hier sogar. Aber das ist auch sehr schnell. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in Eisbären reinsliden. Aber hier könnte man das tatsächlich mal kurz machen. Aber wir müssen da wirklich ein bisschen aufpassen. Wir gehen da hinten hin, ne? In die rechte Richtung. Ich bin schon raus. Oh, Eisbären. Oh. Okay. Ich bin schon raus. Ich habe den Kurs verloren und bin in so einer Pfütze gelandet. Das macht echt Spaß. Es ist witzig, auf jeden Fall. Vorsicht, Eisbär links. Ja, ich sehe es. Aber der macht, glaube ich, nichts, weil er alleine ist. Ich meine nicht, dass du in ihn reinrutscht. Meinst du, dass er dann sauer ist? Na toll, ich häng fest. Ich bin in diesen einen Block, in dem das Boot nicht reinpasst. Ja, das Boot braucht immer zwei Blöcke Durchgänge. Ich glaube, da kommst du, oder? Doch, da kommst du weiter, ne? Ja, hier ist er breit genug. Hallo, Fischi. Hallo, Fischis. Blub. Ja. Soll ich wieder singen? Ist das nicht schön? Wenn du möchtest. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist... Ey, so schlecht singe ich doch gar nicht. Genau in der Sekunde. So ist Minecraft. So schlecht singe ich doch gar nicht. Denke ich. Nö, das war jetzt nicht schlecht. Mein Gesang so dermaßen zum Heulen. Okay. Jetzt stehen wir wieder hier. Ja. Ach, Augen zu durch. Bist du ich wollte dich gerade noch fragen, ob du bereit bist. Nein, ich bin überhaupt nicht bereit. Aber es nützt ja nichts, ne? Es nützt ja nichts. Oh Gott, das ist direkt Wildschweine. Weg hier. Achso, Feuerschutztrank. Achso. Oh Gott, dieses Geräusch. Direkt den nächsten auf den Slot am besten legen, damit man den gleich auswählen kann. So, wir lassen uns gar nicht lange Zeit. Wir rennen jetzt relativ... Oh, da ist ein Gast hinten. Könnte sein, dass der uns gleich attackiert. Ja, wird er. Das reicht von der Entfernung her. Ja, natürlich ärgerlich, aber ich werde einfach ein bisschen ignorieren. Das ist schlecht. Oh, da sind gleich mehrere. Oh nein. Okay, sie schießen, aber das ist egal. Sie können uns nichts. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht die anderen treffe. Denk daran, dass ich sie so ein bisschen machen muss, ne? Oh. Skelett, oder? Da ist ein Skelett. Pass auf, hinter dir. Okay, wo ist es denn? Ich sehe es gerade nicht. Hinter dir. Okay. Okay, da muss ich einmal so ein bisschen gerade... Es ist tot. Okay, es ist... Es wurde von der Lore getroffen. So, ich muss die Lore machen, weil die über Land ist. Also, auf, dass sie nicht in Lava fällt, die Sache. Was kann ich denn jetzt eigentlich machen? Ich stehe ja nur dumm rum. Ja, du musst so ein bisschen mich, wie sagt man, lotsen. Ich kann ja nicht mal mit Pfeil und Bogen schießen. Und gucken, dass mir kein Typ in die, in das Schwert läuft. Na ja, komm her, du Lore. Okay, ich hab den gemacht. Auch, ja, sehr gut. Okay, ich hab schon 4 Lohnrouten. Wie viele brauchen wir denn eigentlich? Ich habe auch gar nicht drauf geachtet. Ja, wir haben nicht gezählt. Okay, das ist super. Ich würde sagen, 10 sollten reichen, oder sollen wir lieber 12? Ja, wir nehmen jetzt erstmal...
die magische Zahl 12? Mindestens 10 können wir schon machen. Und wenn natürlich noch mehrere hier rumfliegen, dann machen wir auch mehrere. Jetzt ist nur gerade wieder Ruhe. Wir können ja ich wollte gerade sagen, wir können ja die üblichen Gänge mal abklopfen. Ist da gerade was verfolgt? Nee. Nee. Ah! Lohr und Skelett, Lohr und Skelett. Ja, super. Sehr gut. Mehrere Skelette. Oh, er hat mich getroffen. Verdammt. Ja, mich hat er auch getroffen. Man kann bei den schwarzen Herzen so wenig erkennen, wie viel man da noch hat. Verdorrung. Das ist so ein schwarz auf schwarz. Was ist dieses Verdorrung? Weiß es auch nicht. So, ich muss die Lohe machen. Da ist noch ein Skelett. Könntest du das Skelett machen? Nein, jetzt ist das Skelett auf mich aggressiv. Okay, ich habe den Typen gemacht. Skelett ist auf mich aggressiv. Sehr gut. Skelett ist tot. Wunderbar. Oh, ich höre eine Lohe. Warte. Lohe. Ich höre nur Feuer. Einmal zurückkommen. Ich glaube, hier oben müsste jetzt wieder eine gespawnt sein. Ich höre sie doch. Ganz deutlich. Vermutlich über uns. Ja, shit, du hast recht. Vermutlich über uns. Dann kommen wir nicht dran. Müssten wir aufs Dach drauf, aber das ist ein bisschen riskant. Oh, und ich höre ein Skelett. Wir müssen auch gucken, in 2 Minuten ist auch der Feuerschutztrank wieder obsolet. Ja, da kommen wir nicht hoch. Kommt nichts, ne? Naja, das ist so gefährlich hier auch, vor allem rechts und links ist Lava. Da ist ein Skelett gespawnt, 2 Skelette gespawnt, aber normale Skelette. Okay, warte, ich habe eine Idee. Willst du dich hochbauen? Sogar eine Zweiertreppe. Nur zur Sicherheit. Dann muss das aber der TÜV noch abnehmen. Der TÜV hat es gerade abgenommen, der hat es selber gebaut. Ach, du bist der TÜV? Ja. Ach so. Oh. Was? Was? Nee, nichts passiert. Oh. Nein, nichts passiert. Nichts passiert. Es ist doch nichts passiert. Warte, erst lupen. Oh nein. Was? Gast. Ich höre nichts. Also ich bin Gast. Jetzt höre ich. Doch. Rechts irgendwo. Aber hier ist nichts. Wir sind hier auf der falschen Plattform irgendwie. Oder sie ist schon despawned. Ja, das könnte auch sein. Warte, ich gucke einmal kurz da hinten. Nein, mach das nicht. Ich guck doch nur. Der Gast, der kommt um die Ecke. Okay, ja. Okay, ich sehe die Lohe, aber die ist so weit weg. Achtung, der Gast. Der Gast kommt. Ja, ich höre es. Wir müssen jetzt sowieso einmal runtergehen und Feuerschutztrank erneuern. Er ist bei mir in einer Minute ist er dann weg. Ah, da unten ist ja noch ein Gast, oder ist es derselbe? Links unten. Dann ist es wahrscheinlich derselbe, der gerade nur runtergeflogen ist. Und ich kann ihn nicht mit Fallbogen machen, weil wer weiß, da unten ist. Nee, das wäre riskant, das stimmt. Geh nicht auf die Balustrade. Oh, da ist eine Lohe! Da ganz hinten. Vorsicht, dein Feuerschutz, nur 35 Sekunden. Ich erneuere ihn Achtung, jetzt. Achtung, Skelett hinter dir. Normales Skelett. Der Feuerschutz erneuert. Ich mach schnell die Lohe. Das geht schnell. Nein, nicht darunter. Verdammt. Ah, shit. Komm schon. Ich muss einmal mich runterbauen, ganz kurz. Ja, alles gut. Versuch mich zu beeilen. Alles gut. Ich beschäftige das Skelett. Kommst du mit dem Gast klar? Ich komme mit dem Gast klar. Ich bin gleich wieder zurück. Ja. Ich gehe von hinten wieder rauf. Okay. Deinen Feuerschutz hast du auch erneuert, ne? Jetzt gerade, ja. Ich bin nur gerade erschrocken, weil das Schweinepriester hat Schaden genommen. Von wem? Anscheinend durch das Skelett, aber das wird hoffentlich... Aber ist nicht sauer auf dich. Das wird anscheinend nicht für uns gewertet, Gott sei Dank. Gut. Puh. So, ich habe jetzt inzwischen 7 Lohnrouten, also es läuft gut. Okay, komm da runter.
Nicht, dass der Gast dich runterschubst. Erstmal Luft holen. Okay. Laufen wir die Gänge nochmal ab oder warten wir, bis die nächste spawnt? Ja. Nee, laufen wir nochmal ab. Ich würde sagen, da könnte schon was gespawnt sein. Ich höre auf jeden Fall ein Skelett. Ja, die sind alle auf dem Dach, glaube ich, immer noch. Na toll, wir haben jetzt den Zugang aufgemacht. Nee, sie sind nicht auf dem Dach, wo wir es aufgemacht haben. Das war nochmal abgezäunt. Die sind hier oben auf diesem Dach, was kein richtiges Dach ist. Oh, Skelett, oh, Skelett, komm. Okay, Skelett. Komm runter. Ja, ich komm runter. Okay, alles gut gelaufen. So. Ach, Loa, da ist eine Loa, super. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ja, ich muss sie ja erstmal irgendwie kriegen. Okay, hier sind zwei Skelett. Skelette. Zwei Skelette. Komm runter. Erstmal die Skelette machen. Nicht den Schweinepriester ärgern. Ach, verdammt, der hat mich verzaubert. Okay, sind beide. Okay, zwei Herzen. Achte erstmal auf deinen. Man verliert immer ein halbes Herz mit diesem komischen Schaden. Oh nein. Was passiert? Die Lua ist über Lava. Nein, komm zurück. Das wird mir nichts bringen, aber die wird da nicht wegfliegen jetzt. Doch, warte, komm zurück. Nein, das wird sie nicht. Glaub mir. Die wird jetzt immer da an diesem Ort bleiben. Das ist so nervig. Achso, du willst den Boden unter ihr bauen. Okay, das ist nicht dumm, tatsächlich. Aber ich glaube, wenn ich sie schlage, hat sie einen leichten Rückstoß. Aber guck mal, sie kommt gerade ein bisschen raus. Rein. Ja, siehst du, sie hat einen Rückstoß, wenn ich sie schlage. Ja, warte. Das heißt, mit jedem Schlag drücke ich sie ein Stück nach hinten. Nee, sie muss hinter ihr, muss auch noch mal was sein. Jetzt kommt sie zu dir. Sie kommt zu dir. Muss sie noch mal näher bringen. Komm. Ja, sie kommt. Ja! Oh Gott, Schweinepriester, ja, Schweinepriester. Neun. Das läuft so gut, das läuft viel zu gut. Wir haben 9. Das läuft viel zu gut. Ist so gut. Nein, das läuft viel zu gut. Jetzt gehen wir wieder zurück an der Ursprungsstelle und dann gucken wir da nochmal. 4 Minuten 30. Mhm. Die Zeit für... Wir haben ja noch einen Trank. Genau. Ja. Das läuft super. Was ist das Problem? Oh, da ist eine. Vorsicht, Vorsicht, das sind auch... Das sind zwei! Skelette? Sind das Skelette? Sehe ich nicht, nein. Keine Skelette. Okay, ich sehe auch keine. Ja, ich habe 13! Oh Gott, die Pechzahl. 13 Loon. Das ist die Pechzahl. Nein, das ist keine Pechzahl, das ist eine Glückszahl. Das ist die Pechzahl. Nein. Irgendwas knistert hier noch. Hier knistert es nicht mehr. Ah doch. Doch, jetzt knistert es wieder. Da hinten ist auch noch eine Lua. Standard. Vorsicht, Skelett links. Rechts, Entschuldigung. Ja, das kommt ja nicht. Das kommt nicht zu mir. Ich renne schnell weg. Doch, es kommt zu dir. Aber ich renne einfach hinten zu der Lua. Und mach die noch schnell und dann können wir auch schon gehen. Ja, Gott sei Dank. Wir können gehen. Dann können wir gehen. Nein, sie hat keine fallen lassen. Ach, okay, wir können nicht gehen. Ja, doch, eine hat sie fallen lassen. Eine. Ich habe 14 jetzt. Okay, sehr gut. Wir können gehen. Meinst du, das reicht? Das muss reichen. Echt? Ich weiß nicht mehr, wie viel wir gebraucht haben, aber im schlimmsten Fall brauchen wir 12. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Enderaugen, ich glaube 16 oder 17. Jetzt haben wir 14 Lohnrouten, das heißt auch ein, zwei über für Tränke brauen. Okay. Wo ging es hier nochmal weiter? Ja, weil, falls es nicht reichen wollte, dann müssen wir halt nochmal sammeln. Es geht ja eigentlich relativ nie. Eigentlich bräuchten wir mehr von diesen Magmaschleim. Ja, das brauchen wir definitiv auch noch, das stimmt. Weil der Feuerschutztrank, ne? Ist halt ziemlich wichtig. Oder wir müssen aufhören, ihn zu trinken. Puh. Luft. Hui. Luft. Hui. Das war ein Spaß. Wir können direkt schlafen. Erstmal schlafen. Erstmal die Nerven beruhigen. Genau. Was man so tut, wenn man aufgeregt ist, erstmal schlafen gehen. Was habe ich denn? Warum habe ich den Steinschwert? Das kann ich dir nicht beantworten. Halt die Kohle, nimm mal mit. Kohle. Na, Vorsicht.
Nicht, dass wir hier geclaimed werden. Oder noch schlimmer, verklagt. Und Gronkh höchstpersönlich. Ach Quatsch. Das würde. Nee. Der holt seine Anwälte und wir sind nur Namen auf dem Papier. Kohle, 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 Kohle. Kohle, ich hab Kohle. Mein, doch, ich hab mein Bett. Oh, ich wollte gerade sagen. Bett. Dein Bett. Ja, das war doch mal auch sehr erfolgreich. Ja. Ich habe das Gefühl, die letzten Folgen laufen alle ziemlich zu gut. Reibungslos und erfolgreich, ne? Zu gut. Viel zu gut. Du bist skeptisch. Ich bin sowas von skeptisch. Minecraft reicht dir den kleinen Finger und reißt dir dann alle Arme aus. Ja. Lass uns mal was ausprobieren. Was denn? Lass uns mal nicht hier durchgehen, sondern mal so ein bisschen einen leichten Umweg gehen. Einen leichten? Ja, um mal so ein bisschen was Neues zu erkunden. Sonst sieht man ja auch immer nur dasselbe. Hier zum Beispiel ist, was ist hier im Wasser? Ein was ist das? Unter, unter Ertrunkener. Na, ich hab, was? Ertrunkener? Da ist ein Ertrunkener. Ist das hier? Ja, ja, der macht jetzt ja langsam. Ist das wirklich ein Unterwassertempel? Nee, das ist kein Unterwassertempel. Nee, das ist einfach nur, oh. Vorsicht. Oh. Hier muss man ja aufpassen. Ach, hier sind gleich mehrere Trunken. Hier sind ganz, ganz viele. Das ist bestimmt irgendwo eine Kiste. Aber das Problem ist, wir haben keinen Atemschutz dabei, ne? Ganz genau. Ich habe nur Wasseraffinität. Ja. Huch, wo ist er hin? Beim Hochtauchen musst du ein bisschen aufpassen, ne? Dass du nicht unter der Schorle. Unter der Wasserschorle? Wie sagt man? Unter der Eisschorle? Schorle? 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 Wow, warum krieg ich Schaden? Ich hab doch noch Luft. Aua, ich krieg auch Schaden. Oh Gott. Aber wir sind hier ganz viele Ertrunkene. Wir müssen hier weg. Das wird gerade zu gefährlich. Das wird mir hier gerade ein bisschen zu bunt. Was passiert? Da war uns so ein Runterziehding. Ach so, diese Sprudel, meinst du? Ja, und ich war ohne irgendwas. Ich war nicht mal im Boot. Ich schwamm einfach nur und wurde runtergezogen. Das ist wie in so einem Horrorfilm, wenn der Protagonist im Meer schwimmt und dann irgendeine Geisterhand dich runterzieht. Das ist gefährlich. Das ist wie ein Horrorfilm. Da musst du aufpassen. Ja, hab ich doch. Warte, warte, warte. So. Es ist zu schon. Kurz, die Strecke ist zu einfach kurz. Nur aus Prinzip. Yay! Oh. Oh. Was? Oh, wie? Bin voll in dich reingefahren. Ach so. Oh, Vorsicht, Eisbär. Jo, ich fahr dran vorbei. Schade, dass man das Boot nicht nach oben steuern kann, um dann, ohne es abzubauen, einfach weiterzufahren auf der Scholle. Was? Habe ich jetzt war das zu kompliziert? Nein, nein, ich habe da schon verstanden, was du gesagt hast. Ja? Mhm. Kommen wir da hoch? Nee, ne? Ich versuch's gerade. Gerade nicht, also nicht ohne abbauen. Also ich bin oben. Ja. Und dann gleich wieder direkt runter zu gehen. Oh mein Gott! Es war, glaube ich, nicht so klug, hier hochzugehen. Okay, wir gehen wieder runter. Nicht dieses runter. Nicht dieses runter? Nicht dieses welches runter denn dann? Wir müssen doch da eh in die Richtung. Ja, warte, warte, lass uns doch mal hier einmal ums Eck gehen. Und gucken, wie der Berg. Guck mal, hier ist er ganz flach. Und hier können wir sogar noch ein bisschen weiter gehen. Aber ich wollte ja nicht da hinten hin. Nee, wir können ja gleich links abbiegen. Aber wir können ja erstmal hier gucken, wohin der Berg führt. Ja, der führt hier hin. Hier flacht es ein bisschen ab. Hier kann man ganz sanft und ohne Fallschaden runter. Ja, auch. Was? Hm? Was? Wie, was? Warum? Was? Wieso kriegst du Fallschaden? Hä? Wer hat das gesagt? Du hast auch gesagt. Also hast du selbst gesagt, du hast Fallschaden bekommen. Darf man jetzt nicht mehr einmal au sagen? Nee. Das ist jetzt auch schon wieder falsch verstanden.
das Schiff. Gerade habe ich gedacht, das sollst du nicht sehen, aber naja. Es ist immerhin oberirdisch. Es ist immerhin oberirdisch. Wir gehen hundertprozentig zu diesem Schiff. Jawohl. Also nur das Runterkommen ist ein bisschen schwierig, aber das geht schon irgendwie. Wehe, du kriegst Fallschaden. Okay, dann gehe ich jetzt runter, ohne auch nur einen Fallschaden zu bekommen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Kannst du es dir danach in der Aufnahme angucken? Oh. Aha. Aha. Aber das war wirklich die letzte Stufe. In der letzten Stufe. Aua, du klippst wieder. Ja, sorry, ich habe zu laut gelacht. Das war einfach zu witzig. Das ist ein fliegendes Boot. Der fliegende Holländer. Mhm. Stimmt. Und sicher, dass wir hier nicht schon mal waren? Ja. Du. So 90% sicher. Oh, das ist eine große Sicherheit. Oh, es wird dunkel. Perfekt. Du meinst, wir sollen ja, wir auf einem verfluchten nicht. Schiff nächsten? Hier ist ein Diamant drin. Oh, nee, den würden wir niemals zurücklassen. Auf jeden Fall übernachten wir hier. Hier ist ja wahrscheinlich noch irgendwo eine zweite Kiste da hinten, ne? Ey, nicht schubsen. Entschuldigung, ja, ich musste da irgendwie rauskommen. Es ist zwar eng. Aber ich kann doch schon mal im Bett setzen hier. Oh, Truhe. Eine Schatzkarte. Ja! Lass uns eine Schatzsuche machen, bitte, 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 bitte. Wir haben schon lange keine Schatzsuche mehr gemacht. Ja, ja, Schatzkarte, 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 okay, Schatzkarte, okay, 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 Schatzkarte, alles Schatzkarte, gut. Schatzkarte, ja, Schatzkarte. Ja. Also eigentlich wären die Schatzkarten richtig cool, wenn sie wenigstens entweder genordet sind oder irgendwie anzeigen, in welcher Himmelsrichtung was ist. Oh, hier müssen wir aufpassen. Wir dürfen da nicht einsinken im Schnee. Oh, dafür ist diese Route wahrscheinlich zu gefährlich hier. Ne? Ja, du siehst ein. Ich sing an, ich sing an, ich sing an. Vorsicht, nein! Oh mein Gott. Hier, komm hier rüber, komm hier rüber. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Alles gut, ganz entspannt. Ganz ich dachte, das war's. Ja, ich dachte es auch. Ich habe nämlich keine Schaufel parat. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich war einfach nur noch in weißem Nichts. Du bist 3 Blöcke tief gesunken. Okay, wir dürfen auf gar keinen Fall über den Schnee laufen. Also auf gar keinen Fall. Okay, warte. Ich habe jetzt eine Schaufel parat für den Fall der Fälle. Oh mein Gott. Mit einer Schaufel kommt man schneller raus. Gut, dass du mich noch gesehen hast. Weil ich war einfach nur noch komplett lost. Ich wusste nicht mal, wo ich bin. Ich habe nur noch geschaufelt und habe nichts gemacht. Ich habe nur gesprungen und geschaufelt. Ich habe gerade mit der Spitzhacke abgebaut, weil ich würde nicht schnell genug an die Schaufel kommen. Nee, der Punkt rührt sich überhaupt nicht. Ich sage, es läuft zu gut. Und dann stirbt man an so einer Kleinigkeit. Wir sind da! Warte, nein. Wir müssen vermutlich mehr da lang. Wie, ach, er hat sich bewegt oder was? Ja. Jetzt, in welche Richtung? Jetzt hat er sich bewegt. Wo bist du? Ach da, hier. Ich bin hinter dir. Jetzt hat er sich ein Stückchen bewegt. Achso, ich habe keinen Inventarslot mehr gehabt. Musst du das Eis wegwerfen. Die Schneebälle. Hier in diese Richtung hat er sich bewegt. Ja! Hier ist es schon. Warte mal. Da ist ein Also es ist auf dieser Höhe. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob wir hier in die Richtung gehen. Oh, oh. Den Bärenbusch? In die Richtung? Hm, genau, den Bärenbusch oder die andere. Warte, ich probiere mal gerade die andere Richtung. Ich bleib hier stehen. Bitte komm hierhin zurück. Hm, verdammt. Ich kann das nicht lokalisieren. Wo bist du denn? Ich bin immer noch bei den Bärenbüschen. Ach so, ja. Nee, ich kann nicht lokalisieren, in welche Richtung wir dann gehen müssen. Er bewegt sich nur auf einer Achse, aber nicht auf der anderen Achse. Bitte fall da nicht runter, bitte fall da nicht runter, bitte fall da nicht runter. Komm zurück. Fall da bitte nicht runter. Fall da bitte nicht runter. Ist das ein Riesenloch? Bitte fall da nicht runter. Alter. Das ist ein Riesenloch? Ja. Aber bitte fahr da nicht runter. Nicht? Nein, ich fall grundsätzlich nie irgendwo runter. Wer kriegt noch mal immer den Fall? Oh.
Was wolltest du sagen? Wer kriegt doch mal hier immer den Fallschaden? Weiß ich nicht. Andere Spieler. Wir sind übrigens an unserem Punkt hier, ne? Also hier ist der, da hinten ist der Schildkrötenstrand. Glaube ich, oder? Nee. Nee, da ist die Blümchenwiese. Nee. Nee, stimmt, du hast recht, ihr gleich. Ich glaube, wir müssen irgendwo da. Ja! Er deckt die Karte langsam auf. Wir laufen richtig. Ja! Ja, 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 ja. Schlafen. Jawohl. Also geht eh noch nicht, aber. Aber er deckt tatsächlich die Karte auf. Jetzt ist das Gewässer hier drauf. Ja! Dann ist der. Weißt du, was ich glaube? Hm? Ich glaube, dass der Schatz der ist, den wir schon mal gemacht haben. Meinst du? Ja. Wir werden es ja gleich erfahren. Dann ist das noch der Höhepunkt unserer Folge. Das wäre das dritte Mal, dass wir dann wieder denselben Schatz finden, den wir schon gemacht haben. Dann ist das so. Vielleicht muss man auch auf die Nummern achten. Ich achte immer nicht auf die Nummern. Hier ist jetzt Schatzkarte Nummer 4. Ach, die haben Nummern. Mhm. Ja, das ändert ja alles. So, okay. Wir müssen jetzt ein bisschen Boot fahren. Weil es scheint über einer Wasserschlucht zu sein. Ich werde dir einfach folgen. Moment. Moment. Tatsächlich da lang? Echt jetzt? Also die Richtung stimmt schon mal. Ich versuche uns gerade auf Höhe des X irgendwie zu navigieren. Dass wir nur noch in eine Richtung uns orientieren müssen. Oh, wir sind gleich da. Es müsste hier sein. Ich stehe quasi über dem X. Na toll, es ist unter Wasser. Oh nein, es ist unter Wasser. So, jetzt können wir in der Mitte ausbuddeln. Ertrunkener, hinter dir. Ja. Achtung, ich schieße. Den machen wir. Er will auch zum Schatz. Der Fall hat ihn noch getroffen. Im Fall. Wie der Fall ist. Aber jetzt ist er zu tief. Das war ja witzig. Jetzt ist er zu tief für den Fall. Oder? Würde das nochmal funktionieren? Komm. Wir haben ja keine Leiter dabei, ne? Ha, er hat die tatsächlich wieder getroffen. Wir haben keine Leiter, ne? Kann sich ja nur einer nach unten buddeln, der andere würde ja, also. Oder wir müssen beide zusammen runterbuddeln. Verstehst du? Ja, also irgendwie mache ich unter Wasser anscheinend keinen Schaden. Weißt du, wie viele Pfeile er jetzt schon abgekriegt hat? Doch, der hat einen Schaden. Guck mal, der macht Schaden. Ja, aber kein. Aber der Schaden. Ja, der Fall macht, glaube ich, weniger Schaden, kann das sein? Oh, das war zu weit vorne. Weil der ja auch ganz langsam ist, der Fall. Naja, er wird verlangsamt unter Wasser. Ist das der einzige Ertrunkene? Okay. Der bewegt sich ja gar nicht. Vielleicht ist er irgendwie festgefroren. Mit rein. Aber du weißt schon, dass ich die Spitzhacke dann abkriege, ne? Nee. Warum? Weil wir auf. Lass uns das ausprobieren. Oh. Okay, jetzt bin ich eng. Nee, es geht. Ja. Wenn du ein bisschen in die Ecke guckst, du musst so gucken, dass ich nicht dein Gesicht sehe. Wie fies. Du verdeckst. Ja, jetzt ist besser. Ja, jetzt verdeckst du nicht mein Gesicht. Ich stell mich in die Ecke und weine. Genau. Du musst einfach schön die Sicht. Könnten wir ganz kurz bitte aufhören, nicht, dass wir in den Abgrund. Lass ihn. Oh, ich dachte gerade, wir graben uns in den Abgrund. Nein! Geh mal kurz weg. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt das abbauen, kommt gleich Wasser rein. Kommt Wasser rein. Warte, ich mach schnell weg. Ja, aber okay, guck mal, das ist. Achso. Weil du es abgehauen hast. Wow! Wow! Das ist ja Unterwasseratmung. Was ist denn das für. Das ist doch ein Scherz. Das ist doch ein Scherz. Wow. Okay, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Doch, die Diamanten kann ich mitnehmen. Die habe ich da euch noch Platz für. So, ich habe alles Wichtige mitgenommen. Das TNT brauchen wir nicht, oder? Nö, aber Fisch könnten wir mitnehmen, oder? Ist sogar schon gebraten. So, wir müssen jetzt gleichzeitig springen und gleichzeitig bauen. Wollen wir nicht einfach uns rausschwimmen? Durch was? Durch Wasser? Geht? Ach, es geht. Ich glaube, du hast recht.
Na dann. Ach, schön. Und dann ist ja. Achso, dann kann ich die Karte ja wegschmeißen. Ja, wir müssen uns nur merken, dass wir dann Karte 4 offensichtlich schon gemacht haben. Die versinkt ja tatsächlich. Ich dachte, Sachen schwimmen. Achso, ich glaube, sie kommt gerade wieder hoch. Nee, aber nicht immer. Manche Sachen versinken auch. Ein Blatt Papier versinkt. Mhm, genau. Macht ja auch Sinn. Ich wiederhole. Ein Blatt Papier. Blatt Papier sinkt. Versinkt. Ja. Was ja auch richtig ist. Ich wiederhole. Ein Blatt Papier versinkt. Versinkt. Im Wasser. Was ja auch richtig ist. Warte, habe ich irgendwo was verpasst im Unterricht? Wie ist das denn logisch? Ja, offensichtlich. Das musst du mir jetzt mal erklären. Ja, probier es aus zu Hause. Hast du eine Badewanne, dann kannst du ein Blatt Papier mal legen. Und guck mal, was passiert. Aber einfach nur ein Blatt Papier, ne? Kein Bötchen daraus bauen oder so. Nee, ein ganz normales Blatt Papier. Das würde versinken? Weil es sich vollsaugt, oder wie? Ja, klar, richtig. Ach, jetzt habe ich dein Boot und die stacken sich nicht. Oh. Ach so, ich hatte keinen Platz mehr im Inventar wieder. Nee, ich kann auch irgendwas wegwerfen. Ich gucke gerade, ob ich auch was wegwerfen kann. Ich habe ja auch teilweise hier Sachen. Hier, ich habe zwei Sand. Oder so. Herrlich. Ja, herrlich. Ja. So, wir sind ja auch schon am Ende der Folge. Nein, wir gehen noch ins Dorf. Ja, aber ich wollte schon mal die Anmoderation anklingen lassen. Oh, du machst heute die Abmoderation? Nein, habe ich gerade Anmoderation gesagt? Ich meine natürlich Abmoderation. Ach, schön. Alles einfach bei Sonstiges rein. Na, alles, was sich nicht einsortieren lässt. Hier wird kein Unfug betrieben. Alles, was man nicht einsortieren möchte, meinst du? Halte die Ordnung. Also, nur weil du nicht willst, heißt das nicht, dass du nicht sollst. Wir haben extra beschriftet. Man kann super einfach... Ja, aber dann muss ich ja lesen. Ja? Du musst nicht mal viel lesen. Das dauert lange. Kurze, prägnante Da muss ich ja erstmal... Ich will nicht erst studieren, bevor ich die Kisten einsortiere. Es folgt doch sogar einer Rangordnung. Erst kommen die wichtigen Sachen, Waffen und Werkzeuge. Dann kommen Mineralien und Metalle, die dann jeweils geschmolzen oder ungeschmolzen sind. Dann kommt Holz, dann kommt Stein, dann kommt Sand und Kies, dann kommt sonstiges bzw. Netherzeug. Dann kommen pflanzliche Erzeugnisse, dann kommen tierische Erzeugnisse, dann kommt Dekoration und ich glaube, die andere Truhe hat keinen Namen. Ach ja, ich habe das Saatgut vergessen. Zwischen pflanzliche Erzeugnisse und Dekoration kommt noch Saatgut. Das folgt einer Rangordnung, einer Logik. Ah, gut, aber wir können das ja offscreen weiter diskutieren. Das würde sonst zu sehr eskalieren. Und die Folge wollen wir schließlich auch mit dem Erfolg beenden und nicht mit der... Schmeiß die doch nicht weg! Ich wollte gerade den Erfolg hinwerfen. Oh Gott. Das ist doch unser Erfolg. Okay, also ich glaube, wir sollten wirklich Schluss machen. Kannst du nicht Lohnruten wegschmeißen? Was hättest du gemacht, wenn die jetzt irgendwo weggeglitscht wären? Weggeglitscht wären? Ich bin geschädigt durch andere Spiele, wenn Sachen einfach durch den Boden wegglitschen. Vor allem die wertvollen Sachen. Nein, das passiert doch nicht. Meine Zuschauer können ein Lied davon singen, dass das durchaus passieren kann in gewissen Spielen. Nein. Nicht aber gut. Wir schweifen schon wieder ab. Ende Gelände, aus die Maus. Wir hatten eine erfolgreiche Folge. Wir haben Lohnruten, wir haben Ende Augen. Nächste Folge werden diese umgewandelt, erstmal schon mal, und dann eingelagert, bis wir sie brauchen. Und es werden Tränke gebraut. Mit den Lohnruten, die noch übrig sind. Was für Tränke werden gebraut? Also, wenn wir noch können, Feuerschutztränke mit den Magma-Bällen. Wenn wir noch können, ein, zwei Heiltränke nochmal, weil ich glaube, da haben wir auch Verschleiß gehabt. Was ist mit Stärketränken? Stärketränke? Ihre Stärken? Können wir auch machen. Ja, das wäre tatsächlich auch noch eine Idee. Ja. Ja, also nächste Folge wird nochmal eine Zaubertrankstunde. Vielleicht sogar ein Tim-Spezial. Nee, dafür reicht es nicht. Okay, dann wird nächste Folge einfach nur eine ganz normale Zaubertrankstunde und eine Ender-Augen-Perlen-Produktion. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sehen uns dann. Bis dahin. Ciao. Tschüss.